Guten Tag und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Angst vor einem großen Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine, aber auch im Mittleren und Nahen Osten lassen zweifeln, ob das 20. Jahrhundert tatsächlich als ein kurzes Jahrhundert 1989-90 zu Ende gegangen ist oder nicht vielmehr auf unheilvolle Weise immer noch andauert. Krieg in Europa und was er für uns bedeutet, lautet deshalb das Thema unseres heutigen Vortrags. Ich freue mich, dass wir Professor Herfried Münkler heute Abend zu Gast haben. Er hat bereits 2016 in seinem Buch Kriegssplitter beschrieben, was Krieg in der Gegenwart bedeuten kann. Deshalb erscheint er mir wie kaum ein zweiter geeignet, die jüngsten kriegerischen Entwicklungen im Osten Europas mit seinem abgeklärten Blick fachkundig einordnen zu können. Bevor Herr Münkler zu uns spricht, gestatten Sie mir noch einige biografische Anmerkungen zu seiner Person. Herfried Münkler lehrte bis zu seiner Emeritierung 2018 Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin. Er gehört seit 2014 zum festen Referentenstamm der Stiftung Demokratie. Mit dem heutigen Vortrag ist er bereits zum 12. Mal bei uns zu Gast. In den vergangenen Jahren stellte er die zentralen Thesen aus seinen vielbeachteten Werken zur Diskussion, wie zum Beispiel die neuen Kriege, Imperien, die Deutschen und ihre Mythen, der große Krieg, für den er 2016 mit dem Friedrich-Schiedel-Literaturpreis ausgezeichnet wurde, oder der 30-jährige Krieg. Im vergangenen Jahr stellte er zusammen mit seiner Frau Marina das 2019 erschienene Buch Abschied vom Abstieg, eine Agenda für Deutschland bei uns vor. Corona-bedingt auch leider nur online. Der Politikwissenschaftler erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Wissenschaftspreis der Abi-Warburg-Stiftung. Vor gut einem halben Jahr erschien sein neuestes Buch Marx, Wagner, Nietzsche, Welt im Umbruch im Rowohlt Verlag, das er uns heute eigentlich vorstellen wollte. Dessen Präsentation wir aber aus aktuellen Gründen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben haben. Ich darf Herrn Münkler ganz herzlich begrüßen und ihm das Wort geben. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich war auch sofort damit einverstanden, als seitens der Stiftung ins Gespräch gebracht wurde, dass ich anstelle der Buchvorstellung doch über die aktuelle Lage und das, was sie auch längerfristig für uns bedeutet, sprechen soll. Denn das ist ja das, was uns jetzt allen auf den Nägeln buchstäblich brennt. Beginnend bei der moralischen Paradoxie, dass wir die Ereignisse sehen, aber allenfalls minimal daran etwas ändern können, dass wir gewissermaßen zum Zuschauen einer menschlichen Katastrophe verurteilt sind. Okay, man kann ein paar Waffen liefern, aber natürlich auch nicht zu viele, weil Putin ja schon droht. Selbst Wirtschaftssanktionen sind eine Art von Kriegserklärung. Und man kann natürlich sagen, wir nehmen die Menschen, die aus der Ukraine fliehen, auf und versorgen sie so gut, dass nur irgend geht. Aber das heißt in mancher Hinsicht ja dann doch auch gewissermaßen das Spiel von Putin mitzuspielen. Nämlich, dass er diejenigen von dort vertreibt, von denen er glaubt, dass sie mit seiner Herrschaft und seinem Regime nicht einverstanden sind. Das heißt, wir stehen hier an einem Punkt, wo wir als Beobachter Sympathien haben können, aber gleichzeitig aufgrund der Risiken einer nuklearen Eskalation in der Konfrontation mit Russland nicht mehr tun können, als gewissermaßen zu beobachten, zu protestieren, unsere Auffassungen zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig zu wissen, dass alle Resolutionen, alle Einsprüche an dem man im Kreml gewissermaßen abprallen werden. Ich habe mir vorgenommen, auch heute Abend drei Punkte zu machen, also drei Kapitel, drei Teile vorzutragen. Nämlich erstens ein paar Bemerkungen zur aktuellen Lage
Zweitens, mich mit der Frage zu beschäftigen, was ist eigentlich eine Zäsur oder eine Zeitenwende, von der Olaf Scholz am Sonntag in der Regierungserklärung im Bundestag gesprochen hat. Was bedeutet das eigentlich? Und drittens und letztens, einen Blick darauf zu werfen, was es heißt, sich von der Vorstellung einer regelbasierten und wertegeleiteten Weltordnung zu verabschieden. Das heißt sozusagen dann auch die Konsequenzen aus dem zu ziehen, was eine Zäsur in diesem Falle heißt. Gut, ein paar Bemerkungen zur aktuellen Lage, die jetzt sozusagen kein Wasserstandsbericht von den Kampfhandlungen darstellt, aber versucht, so manches in einer etwas größeren und allgemeineren Perspektive einzufangen. Sicherlich hat Putin sich verrechnet. Er ist davon ausgegangen, in einer schnellen Kommandooperation oder Spezialoperation, wie er das gerne nennt, die demokratisch gewählte Regierung, vor allen Dingen den Präsidenten an deren Spitze, abzusetzen und durch eine Marionettenregierung von seinen Gnaden zu ersetzen. Das war der Versuch, gewissermaßen mit Luftlandeeinheiten, die über Kiew angelandet worden sind, das durchzuführen. Dieser Versuch ist gescheitert am entschiedenen Widerstand der ukrainischen Streitkräfte und auch der Bevölkerung. Und damit ist auch gescheitert die putinsche Erwartung, dass, wenn er mit einem Teil der Armee dann in der Ukraine einrückt, die Truppen und damit letzten Endes eher als Befreier begrüßt wird. Darauf hat er spekuliert. Das ist so nicht der Fall. Das heißt aber jetzt nicht, dass er damit sein Ziel aufgegeben hat, sondern man muss hier wohl unterscheiden, einer berühmten Formulierung bei Clausewitz, zwischen Ziel und Zweck. Ziel, sagt er, ist das, was wir in dem Krieg erreichen wollen. Zweck ist das, was wir mit dem Krieg erreichen wollen. Die Ziele, die Putin zunächst mal vorgegeben hat, die müssen jetzt geändert werden. Der Zweck, nämlich die Ausschaltung einer westlich orientierten Regierung in der Ukraine, der bleibt. Das heißt, wenn er sie nicht mit den einfachen Zielen erreichen kann, Kommandooperation, Austausch der Regierungen, vielleicht ein paar Tote, aber im Prinzip nicht die Zerstörung des gesamten Landes und seiner Infrastruktur, dann muss man eben die Ziele ändern. Und das heißt, wir werden uns darauf einstellen müssen, Macron hat das ja vor ein paar Tagen schon gesagt nach einem Telefonat mit Putin, dass die großen Städte eingekesselt werden, dass sie beschossen werden, und zwar systematisch für bestimmte infrastrukturelle Punkte, Krankenhäuser und ähnliches mehr, und dass sie ausgehungert werden oder jedenfalls von allen Versorgungen abgeschnitten. Das erklärt den Beschuss von Umspannwerken, die Versuche, an die Wasserversorgung heranzukommen und die zu sprengen. Das erklärt auch den Angriff auf das Atomkraftwerk, denn wer das in Händen hat, kann natürlich am Stromhebel entsprechend hantieren. Also sozusagen mit dieser Eskalation der Gewaltanwendung, die sicherlich zum Ziel hat, das russische Militär nicht in einen Straßenkampf nach Kiew, Charkiw, wo auch immer hineinzuschicken, weil man befürchtet, dass das sehr viele militärische Opfer kosten wird, sondern stattdessen die Städte zu zernieren, zu zerschlagen und irgendwann, wenn kein Wasser mehr da ist und kein Strom mehr da ist und auch kein Essen mehr da ist und die Munition verschossen ist,
werden die dann schon zu kämpfen aufhören. Also sozusagen den Widerstandswillen der Armee und der Bevölkerung in dieser Weise zu brechen. Das ist dann der Punkt, an dem man sagen kann, was Putin dann erobert haben wird, ist in vieler Hinsicht ein Trümmerhaufen. Wer wird den wieder aufbauen? Vermutlich doch nicht der Westen und auch nicht die EU, die ja sonst immer bereit ist, in irgendeiner Weise sich an Rekonstruktionsmaßnahmen finanziell zumindest zu beteiligen. Denn eine von Russland geschluckte Ukraine wird aus dem Westen kein Geld bekommen für den Wiederaufbau. Auch das führt uns wieder in moralische Paradoxien, weil wir dann auch sagen, wir helfen der Bevölkerung nicht. Aber der Bevölkerung zu helfen, würde dann heißen, gewissermaßen Putin zu helfen, nämlich ihm die Kosten abzunehmen für das, was er zerstört hat. Es wird ihm nicht leicht fallen. Es wird ihm tendenziell eigentlich unmöglich sein, diesen Wiederaufbau der Ukraine zu stemmen. Denn die russische Wirtschaft wird, je weiter die Zeit fortschreitet, desto stärker von den Sanktionen getroffen werden. Und Putin wird, je länger die Zeit dauert, desto mehr von den globalen Kreisläufen der Finanzen und der Wirtschaft ausgeschlossen werden. Dann könnte man sagen, naja, wenn das so ist, warum zwingt denn nicht auf diese Weise der Gebrauch von wirtschaftlicher Macht in Form von Sanktionen Putin und seine Entourage dazu, gewissermaßen seine Vorstellungen aufzugeben, zurückzuweichen, zu sagen, okay, dann trete ich in Verhandlungen ein oder gebe bei meinen Vorgaben etwas nach. Das ist das Problem. Ich war eigentlich schon der Überzeugung, nachdem er diese gewaltige Drohkulisse aufgebaut hat, noch vor Beginn des Angriffs auf die Ukraine, gab es für ihn eigentlich kein Zurück mehr. Denn jedes Zurück ist nach seiner eigenen Vorstellung, in seiner eigenen Wahrnehmung so etwas wie ein Gesichtsverlust. Und das ist klar. Ich meine, ich finde diese Spekulationen über die Psyche oder die Psychiatrisierung von Putin jetzt ziemlich uninteressant. Aber das ist klar, dass ein Typ wie er von seinen Persönlichkeitsstrukturen Gesichtsverlust nicht ertragen kann. Und wahrscheinlich kann er ihn auch politisch nicht ertragen, weil das dann vermutlich ein Zeichen an die Oligarchen und das Militär wäre, in irgendeiner Weise ihn abzulösen. Das sind im Übrigen auch nach meinem Dafürhalten die einzigen, die in der Lage sind, relevante Veränderungen in Russland herbeizuführen. Die Bevölkerung mag da noch so tapfer und mutig sein. Also ist ja nicht die Gesamtbevölkerung, sondern diejenigen, die auf die Straße gehen, die Plakate zeigen, die Posts machen und derlei mehr. Aber deren wird er wohl mit Hilfe seines Sicherheitsapparates Herr werden und den brutalen Maßnahmen, die wir ja teilweise schon gesehen haben. Die Sache ändert sich erst, wenn der Sicherheitsapparat sagt, wir folgen dem Mann nicht mehr. Das ist nicht mehr unser Interesse. Und möglicherweise sieht darin auch von den Oligarchen, bei denen man ja sagen kann, naja, die sind von Putin jetzt um tendenziell ein Viertel ihres Vermögens enteignet worden. Und vor allen Dingen, sie können nicht mehr das opulente Leben im Westen, das sie ja offenbar doch sehr genossen haben, weiterleben, sondern müssen irgendwo in Russland verbleiben. Führt noch zu der Frage Waffenlieferungen. Nicht? Vermutlich sind sie zu spät gekommen. Sie sind gekommen, immerhin, auch die deutschen Waffenlieferungen. Aber es wäre etwas anderes gewesen, wenn sie früher gekommen wären. Und
die ukrainische Armee mit einer effektiv funktionierenden Luftabwehrwaffe und auch mit entsprechenden Panzerabwehrwaffen, beides leichter Art, ausgerüstet gewesen wäre oder sich zumindest mit den Systemen hätte vertraut machen können. Warum das nicht der Fall war, darauf werde ich am Schluss noch einmal zu sprechen kommen. So viel im Augenblick vielleicht zu der Konstellation. Das heißt, ein Punkt ist, glaube ich, noch wichtig. Das Aufeinandertreffen von militärischer Macht und wirtschaftlicher Macht. Nicht? Putin setzt militärische Macht ein. Der Westen hält sich mit der militärischen Macht ziemlich raus und setzt eigentlich auf wirtschaftliche Macht. Und eigentlich gehörte es zu den Grundüberlegungen der letzten Jahrzehnte, dass militärische Macht an Bedeutung im Portfolio der Machtsorten eines großen Akteurs verloren hat und wirtschaftliche Macht an Bedeutung gewonnen hat. Dann kann man natürlich sagen, ja, okay, das haben wir uns gerne erzählt, weil der Westen und zumal Deutschland auf militärische Macht nicht ein so großes Gewicht gelegt hat, aber was wirtschaftliche Macht anbetrifft, war er entsprechend stark. Was dabei immer untergegangen ist, ist, militärische Macht wirkt destruktiv, aber kurzfristig. Sozusagen, sie hat eine relativ schnelle Wirksamkeit innerhalb einer Zeitstrecke. Wirtschaftliche Macht wirkt in der Regel konstruktiv, aber sie braucht eine lange Zeitstrecke, um ihre Wirkung entfalten zu können. Und das ist sozusagen auch jetzt die Situation, man könnte sagen fast, Putin steht unter Zeitdruck, weil kurzfristig er als derjenige, der auf militärische Macht setzt, im Vorteil ist, weil die wirkt ja kurzfristig. Aber langfristig kann es gut sein, dass dann sich die Gewichte verschieben, vielerlei Gründe, die dabei eine Rolle spielen mögen, und er in den Nachteil gerät. Das heißt, diese Überlegung zeigt auch, dass er, wenn er bei seinen Zielen bleibt, den Krieg ziemlich stark eskalieren muss jetzt, damit er nicht einen Krieg führt, der über Monate, 3 Monate, 4 Monate dauert, denn dann wird aller Wahrscheinlichkeit nach die wirtschaftliche Macht sehr viel stärker greifen. Zweiter Punkt. Was ist eine Zäsur? Nicht? Der Begriff ist ja jetzt tendenziell in aller Munde. Auch der Kanzler Olaf Scholz hat ihn bei der Regierungserklärung vom Sonntag gebraucht. Worin unterscheidet sich der Begriff eine Zäsur? Was bedeutet das, wenn Politiker das sagen? Ist das ein Begriff, der nur so dahingesagt ist oder beschreibt er tatsächlich einen Einschnitt, der irreversibel ist? Man könnte sich ja auch vorstellen, naja, da macht einer ein paar üble Dinge. Wir reagieren mit kleinen Sanktionen darauf, aber wir vergessen das auch relativ bald wieder. Und sehen das eher sozusagen als eine Delle in der Entwicklung. In gewisser Hinsicht kann man sagen, im Großen und Ganzen haben wir in der Vergangenheit, also wir, Deutschland, Europäische Union, die NATO, in der Vergangenheit auf Putins Verhalten so reagiert, als handele es sich bei seinen Regelbrüchen eben nicht um eine Zäsur, sondern sozusagen einen Ausreißer. Muss man immer sagen, so geht das aber nicht. Aber nach einiger Zeit geht man wieder über zu Business as usual. Guckt man genauer hin, kann man sagen, na, das beginnt eigentlich 2008 mit dem Georgienkrieg. Man kann auch noch ein bisschen weiter zurückgehen mit dem zweiten Tschetschenienkrieg gleich am Anfang seiner Amtszeit. Aber mit dem Georgienkrieg, nicht? Da greift er im Prinzip unter dem Vorwand von Selbstverteidigung, also behauptet der Ukraine, die Georgien habe ihn angegriffen, greift er dieses Land an und nimmt ihm einen Teil weg, Abchasien und Südossetien, schafft auf diese Weise Konstellationen, die sicherstellen, dass Georgien der NATO nicht beitreten kann.
Naja, nach einiger Zeit hat sich das auch wieder beruhigt. Jedenfalls so beruhigt, dass sich keiner gesagt hat, aber mit Russland kann man im Prinzip keine Geschäfte machen und so weiter. Oder dann 2014, Annexion der Krim. Und auch nicht zu vergessen, darüber hinaus dann das Schaffen einer ähnlichen schwerenden Wunde im Osten der Ukraine, analog zu Ossetien, Abchasien und Südossetien im Falle von Georgien, mit den Oblasten, also Gebieten Donetsk und Luhansk. Da gab es zwar Sanktionen, nicht, aber diese Sanktionen hatten eher symbolischen als politisch-operativen Charakter und man ist auch wieder zur Tagesordnung übergegangen. 2015 hat sich Putin in den syrischen Bürgerkrieg eingemischt und wenn wir jetzt zurückschauen, können wir sagen, gewissermaßen in Syrien hat er trainiert, wie man Städte aus der Luft zerschlägt. Das macht er jetzt eher mit Artillerie, in Syrien hat er es mit der Luftwaffe gemacht. Wie man sie von der Versorgung abschneidet, wie man die Infrastruktur zerschlägt und so weiter und so weiter. Obama hatte mal, das war allerdings mehr auf das Assad-Regime bezogen, von roten Linien gesprochen, aber als nicht nur Assad, sondern auch die Russen die roten Linien überschritten haben, hat er darauf nicht reagiert. Naja, da hat er Putin gelernt, es doch keine Zäsur-rote Linien zu überschreiten, nicht, sondern, naja, kann man machen. Jedenfalls kommt darauf keine große Reaktion des Westens. Nicht? Und so gibt es eine Spur, die gewissermaßen bis zu dem jetzigen Angriff auf die Ukraine führt, weil man sagen kann, Putin hat gelernt die ganze Zeit, ich kann eigentlich ziemlich die Regeln brechen, aber es passiert nichts. Ich kann mit den Werten umgehen, wie ich will, es passiert nichts. Zäsur jetzt heißt, wir werden das nicht mehr hinnehmen. Zu sagen, wir begreifen es nicht als eine kleine Delle in dem, was eigentlich normativ gefordert ist, sondern wir sehen ihn, also wir, immer der Westen, wir sehen ihn als den an, der ein notorischer Regelbrecher ist und der Zerstörer einer Ordnung ist, dem wir als regelbasiert und wertegeleitet ansehen. Und deswegen auch diese nicht nur kommunikative, sondern politisch folgenreiche Wende, 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu stecken, ist in der Tat ein Herumreißen des politischen Steuers, wie man es sich so nicht hat vorstellen können. Zäsur ist also ein Bruch in der Zeit, von der wir lange angenommen haben, es gäbe so etwas wie eine Kontinuität. Um es genauer zu sagen, es ist eine Umstellung des Erwartungshorizonts. Wir erwarten hinfort nicht mehr, dass Putin und diejenigen, die ihm den Rücken stärken, kann man sagen, mit Abstand gehört da durchaus auch China dazu, bereit sind, sich an gewisse Regeln und Werte zu halten, sondern dass sie strategisch darauf setzen, wenn andere sich dran halten und ich halte mich nicht daran, habe ich davon eine Reihe von Vorteilen. Und das kann man ja im Augenblick ja auch durchaus sehen. Der Erwartungshorizont also, in den wir seit anderthalb Wochen eingetreten sind, ist einer, wir müssen uns erstens auf unsere eigene Sicherheit, zweitens auf die Fähigkeit zur Bereitschaft der Verteidigung unserer Werte und Überzeugungen ganz anders einstellen, als wir das in der Vergangenheit getan haben.
Das heißt jetzt aber nicht nur, Erwartungshorizont heißt ja in die Zukunft gerichtet, nicht? Sondern wir drehen jetzt auch den Blick zurück, und das Begriffspaar stammt von dem Historiker, Geschichtstheoretiker Reinhard Koselleck, Erwartungshorizont und Erfahrungsraum. Das ist das der Vergangenheit. Plötzlich stellen wir fest, ach, der Putin ist doch gar nicht so einer, der sozusagen nur spielen will, sondern will auch beißen. Wir bewerten sehr vieles, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, anders. Vielleicht fragen wir uns, Putin 1 und Putin 2, nicht? Das war doch ein ganz anderer noch, der damals vor dem Bundestag gesprochen hat, der auch in München auf der Sicherheitskonferenz gesprochen hat und derlei mehr. Also, was ist da eigentlich passiert? Ich habe in den vergangenen Tagen sozusagen von Interview zu Interview ist mir das vermutlich immer klarer geworden. Es gibt so etwas, ich nenne das das Gesetz der prokredierenden Dummheit von Autokraten und Diktatoren. Das hat damit zu tun, dass sie immer misstrauischer werden und gleichzeitig immer weniger Leute um sich haben, die sich trauen, ihnen zu widersprechen. Sie erinnern sich vielleicht, Sie werden das vermutlich gesehen haben, als Putin 2 Wochen, ist das schon her oder noch etwas länger, sein Sicherheitskabinett um sich versammelt hat. Das hat er dann übertragen lassen in alle Welt. Da saßen alle anderen in so kleinen Tischchen herum und er dominierte das Geschehen und die mussten alle zustimmen, dass es richtig ist, die staatliche Selbstständigkeit von Luhansk und Donetsk anzuerkennen, nicht? Und dann hat er auch teilweise, wenn die das nicht so gesagt haben, wie er sich das vorgestellt hat, die abgekanzelt, unter anderem auch den mächtigen Chef des Sicherheitsapparats. Kurzum, der hat eigentlich nur noch Speichellecker und Ja-Sager und solche um sich. Und das heißt, er kann gar nicht mehr lernen. Vielleicht hätte ein kluger und widerspruchsfähiger Geheimdienstchef zu ihm gesagt, Wladimir Wladimirovich, alle unsere Informationen sagen, dass die Ukrainer dich aber nicht als Befreier begrüßen werden. Und wir können nicht ausschließen, dass sie heftigen Widerstand leisten werden. Und von daher sollten wir uns das doch nochmal gut überlegen, was das für uns bedeutet, uns auf dieses Projekt einzulassen, etc., etc., nicht? Aber wenn Sie diese Versammlung da von eigentümlichen Männern gesehen haben, ist klar, da ist keiner mehr dabei, der sich sowas traut. Vermutlich nicht nur, wenn die Kameras dabei sind, sondern auch sonst, nicht? Es gibt ja einige, die mal einen kleinen Widerspruch geäußert haben und die sind dann sozusagen aus der politischen Gruppe um Putin sofort verschwunden. Das geht immer weiter. Und wer keinen Widerspruch hat, der lernt auch nicht. Widerspruch ist sozusagen das Antriebselement von politischem Lernen, von politischer Klugheit, von Urteilskraft und derlei mehr. Und wahrscheinlich ist der Unterschied der Putin früherer Zeiten, der hatte noch solche Leute um sich und er hat sehr viel aufmerksamer beobachtet und wollte auch hören und derlei mehr. Aber mit der Zeit sind alle diese Leute verschwunden. Und er bewegt sich tendenziell in einer Echokammer, weil alles, was er sagt, kommt gewissermaßen durch diese Figuren von Ja-Sagern auch so wieder zu ihm zurück. So kann man sich relativ einfach erklären, warum erstens es ganz viele Leute gibt, die sagen, ja, ich habe den Putin aber selber erlebt, damals war der ganz anders. Ja, aber das mag so sein, nicht? Und gleichzeitig kann es erklären, wie kann sich einer in eine Sackgasse hineinmanövrieren, in der er plötzlich eigentlich gar keine andere Option mehr hat, als diesen Krieg sozusagen bis zum bitteren Ende fortzusetzen. Wie vorhin gesagt, ernstlich hat er die Option zu sagen, ich ziehe meine Truppen zurück und wir vergessen das alles. Die hat er gar nicht. Das heißt, wenn wir
in dem Sinne von einer Zäsur sprechen, dann akzeptieren wir, dass wir mit den üblichen geschichtstheoretischen Modellen, mit denen wir normalerweise argumentieren, sagen wir mal Fortschritt, Niedergang, Kreislauf, sozusagen drei Vorstellungen, in denen wir Entwicklungsprozesse beschreiben, denen ein viertes hinzufügen, nämlich Zäsur. Die Zeit bricht in ein Vor und ein Danach. Und das kann man weder im Sinne einer Fortschrittsvorstellung noch einer Niedergangsvorstellung oder einer Kreislaufvorstellung fassen. Zäsur heißt Bruch der Zeit, davor und danach. Und deswegen will ich mir jetzt, das ist mein dritter Punkt, noch ein paar Gedanken machen. Was heißt denn das davor und was heißt danach? Davor, das ist diese Welt, in der wir in gewisser Hinsicht tendenziell 30 Jahre gelebt haben, also nicht mal 89, 91, sondern ein bisschen danach. Wir nehmen drei Dekaden, in der man sagen kann, man hat versucht, eine regelbasierte und wertegeleitete Weltordnung aufzubauen. Ob die USA und auch die Europäer sich tatsächlich immer daran gehalten haben, kann man mit Fragezeichen versehen. Wir wollen nicht vergessen, nicht sozusagen die große Fake-Geschichte des unglücklichen Colin Powell vor den Vereinten Nationen gelaufen ist, als er völlig falsche Behauptungen und Informationen präsentiert hat. Aber trotzdem war diese Ordnung eigentlich darauf angelegt, in ihrer Vorstellung her, Konflikte in Kooperation zu verwandeln. Das heißt, spieltheoretisch betrachtet, Nullsummenspiele in Win-Win-Situationen zu verwandeln. Nullsummenspiele heißt, im Prinzip ist die Menge des zu Verteilenden gleich und es gibt einen, der gewinnt viel und einen, der gewinnt dann entsprechend weniger oder sozusagen der Zugewinn des Siegers entspricht dem Verlust des Verlierers. Win-Win-Situationen sind Konstellationen, in denen Kompromisse ganz gut möglich sind, weil unter den Bedingungen des Kompromisses beide gewinnen. Diese beiden Modelle, die natürlich nie 1:1, also Modell entsprechend Wirklichkeit, beobachtbar sind, sind ganz gut durchgespielt worden, auch im Hinblick auf Konfliktlösungen in der Politik, aber auch sonst im Zusammenhang mit Entscheidungstheorien bis hinunter in familiale Konstellationen, wo es ja auch zu Konflikten kommt. Und im Prinzip ist klar, man lässt sich bei Nullsummenspielen auf ein hohes Risiko ein, weil man vorher nicht weiß, ob man der Gewinner oder Verlierer ist. Wohingegen bei Win-Win-Situationen man vielleicht einen kleineren Gewinn nur hat, aber immerhin einen Gewinn. Und keinen Verlust. Wie wird das oder wie haben wir das gedacht, dass man das operativ institutionell umsetzen kann? Im Prinzip so, dass man gesagt hat, wir schaffen wechselseitige wirtschaftliche Abhängigkeiten und verflechten uns wirtschaftlich. Das hat auch sonst manche Vorzüge, aber durch die Abhängigkeit machen wir uns, wenn wir gegen die Interessen der anderen Seite massiv verstoßen, sagen bestrafbar und deren Seite. Und wir schaffen aufgrund dieser gegenseitigen Bestrafbarkeit so etwas wie ein Vertrauen. Also weil der andere davon profitiert, dass wir von ihm profitieren, glauben wir uns darauf verlassen zu können. Das ist analytisch betrachtet die Grundlage von Nord Stream 1, aber vor allen Dingen auch nochmal von Nord Stream 2 gewesen und von vielen, vielen anderen Zusammenhängen. Man kann ja sagen, doch ein Großteil der europäischen Politikveteranen ist irgendwann auf der Payroll
von Putin gelandet. Schröder ist zwar da zurzeit der bekannteste, aber er ist nicht der einzige. Es gibt auch Politiker aus der CSU, die dazu gehören. Die haben aber inzwischen ihre Ämter niedergelegt. Oder in Österreich waren es ganz besonders viele, die auf Putins Payrolls stammten und so weiter. Aber das hat natürlich durchaus so auch etwas, war das wie ein Gleitmittel der Zusammenarbeit und des Vertrauens. Im Nachhinein kann man natürlich sagen, okay, das sind alles Einflussagenten von Putin im Westen gewesen. Ob sie es wussten oder nicht, vielleicht wussten sie es gar nicht, haben es gar nicht begriffen. Aber sie sind objektiv dazu gemacht worden. Also, diese regelbasierte, wertegestützte Weltordnung war schon ein wertvolles Projekt, muss man sagen. Und von daher kann man auch verstehen, dass gewissermaßen bis zum Schluss die europäischen Politiker, Macron über Frau Baerbock zu Scholz und vielen anderen, fast flehentlich auf Putin eingeredet haben, diese Vorstellung einer sicherlich nicht global durchgesetzten, aber doch in Ansätzen möglichen Ordnung zu demolieren. Nicht fast flehentlich hat man sich darum bemüht. Aber der Putin hat sie entweder belogen, er ziehe jetzt die Truppen ab und derlei mehr und sei ja doch sowieso nur ein Manöver. Oder sie haben sogar gewusst, dass das nicht funktioniert, wollten aber ihrerseits nicht diejenigen sein, die gesagt haben, jetzt ist aber Schluss, nicht? Sondern mussten aus bestimmten taktischen Gründen das ihm überlassen. Warum haben wir eigentlich so lange an dieser Ordnung gehangen? Natürlich, klar, sagen die Friedensdividende war sehr viel höher. Wir konnten sehr viel mehr konsumieren an Friedensdividende. Aber es gab auch einen noch viel größeren Grund, einen weiteren Grund. Der bestand darin, dass man sagen konnte, diese Ordnung war die Voraussetzung dafür, dass wir eines der gesamten Menschheit war, jedenfalls in der Vorstellung. Nicht? Also wir bekämpfen den Hunger auf der südlichen Hemisphäre, setzen einen Prozess in Gang der Reduktion von Armut im globalen Süden. Wir kümmern uns darum, dass es so etwas wie eine einigermaßen stabile Wirtschaftsordnung gibt. Wir sorgen auch dafür, dass im weitesten Sinn die Menschheitsaufgabe der Begrenzung des Klimawandels angegangen werden kann. Wir sorgen dafür, dass der Atomwaffensperrvertrag und die Politik der Nonproliferation von Atomwaffen einigermaßen erhalten bleibt. Oder möglicherweise sogar auf der Grundlage des Vertrauens, das ich beschrieben habe, wir Menschheit in die Abrüstung von Atomwaffen eintreten können und vieles andere mehr. Zäsur bedeutet, diese Form von Erwartungshorizont ist dahin. Nicht? Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass die Herstellung solcher Abhängigkeiten ein Instrument der wechselseitigen Vertrauensbildung ist, sondern sie ist jedenfalls von Putin so gehandhabt, ein Instrument der Herstellung von einseitigen Abhängigkeiten, die er dann auch in entsprechender Weise in Bewegung setzt. Wir müssen davon ausgehen, dass an die Stelle von quasi institutionellem Vertrauen so etwas wie generalisiertes Misstrauen getreten ist. Auch und gerade gegenüber Russland, aber sicherlich in dessen Schlepptau oder in anderen Zusammenhängen auch gegenüber China. Das heißt, wir haben uns gewissermaßen
über Nacht entscheiden müssen von dieser ja inzwischen als Illusion dekouvrierten Vorstellung zu verabschieden. Und wir werden in eine Welt der Einflusszonen hineingehen. Also Regeln und Werte mögen gelten innerhalb der Europäischen Union. Da ist es schon schwierig genug, nicht? Orbán und Polen. Vielleicht aber ist es nicht nur die Europäische Union, sondern es sind auch noch die USA und Kanada und einige ostasiatische Länder mit dabei. Aber für diesen im Prinzip regionalen begrenzten Bereich gelten bestimmte Werte, Menschenrechtsfragen etwa und auch bestimmte Regeln. Und bei anderen ist das anders. Wer sind denn die anderen? Ich könnte also sagen, es gibt auf jeden Fall China als einen Raum mit eigenen Orientierungen. Am deutlichsten könnte man das an der Uigurenfrage erläutern. Es gibt Russland als einen Raum mit eigenen Orientierungen. Auch im Hinblick darauf, dass sie bereit sind zu sagen, okay, dann setzen wir halt nicht nur militärische Macht ein, sondern drohen zugleich mit Nuklear-Eskalation. Es gibt die USA als einen großen Spieler mit eigenen Interessen und vermutlich die Europäer als einen Spieler ebenfalls mit eigenen Interessen, aber da müssen die Europäer sich ein bisschen anstrengen, dass sie dahin kommen und nicht sozusagen ein wankender Spielball zwischen den USA und Russland und China werden. Und ich glaube, der fünfte wäre Indien. Und es wird eine Welt sein, in der die sehr viel kleiner ist als in der Zeit der Globalisierung, in der jeder dieser fünf Akteure darauf bedacht ist, das Portfolio seiner Machtsorten, also politische, militärische, wirtschaftliche, kulturelle Macht, möglichst zu füllen, um viele Optionen zu haben, und in der ein begründetes Misstrauen gegenüber den anderen vier jeweils besteht. Könnten wir sie jetzt sagen, ja, aber wir sind doch der Westen und das zeigt sich doch gerade im Augenblick. Das ist aber aus einer wirklich längerfristig gedachten europäischen Sicht nur in Grenzen der Fall. Denn ich möchte mal sagen, wo ein Trump war, kann jederzeit wieder einer kommen. Und solange wir davon ausgehen müssen, dass die USA auch einen ganz anderen politischen Kurs fahren können, werden wir Europäer uns auf uns selbst besinnen müssen. Das alles hat sich die ganze Zeit schon angedeutet, kann man sagen. Aber jetzt, unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges, ist es politisch scharf geworden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Münkler, für Ihre prägnante Analyse. Wir haben, wie ich finde, auch aufgrund natürlich der Aktualität des Themas besonderen Zulauf an Zuhörern bzw. Zuschauern, die sich natürlich dann auch in zahlreichen Fragen niederschlagen. Und ich darf mit diesen Fragen beginnen. Karl Glösschen will wissen, wie viel Macht haben die Oligarchen über Putin und wie könnten sie Putin zur Veränderung bewegen? Ja, gute Frage. Die habe ich mir auch immer selber vorgelegt, nicht? Und wenn mich jemand gefragt hat, wer kann Putin stoppen, dann habe ich eigentlich immer gesagt, vermutlich nicht die Bevölkerung, aber die Oligarchen vielleicht und der Militärapparat. Offenbar aber hat sich das Verhältnis zwischen den Oligarchen und Putin in den letzten zwei Jahrzehnten doch deutlich verändert. Am Anfang konnte man sagen, ja, okay, Putin ist letzten Endes eine Figur der Oligarchen. Aber immer mehr wurden die Oligarchen zu abhängigen Gestalten Putins, sodass im Prinzip man heute sagen kann, sie haben vermutlich relativ wenig Macht.
sie könnten wieder mehr Macht haben und Einfluss haben, wenn es ihnen gelänge, Verbindungslinien in den Sicherheitsapparat zu haben, also wenn Teile sozusagen des großen Geldes mit Teilen des Militärs zu dem Ergebnis kommen, wir wollen aber lieber eine kapitalistische Entwicklungsdynamik haben, als uns auf diesen opportunistischen Neoimperialismus putinscher Manier einzulassen. Aber wie das halt so ist, nicht? Das würde auf eine Verschwörung von Teilen hinauslaufen. Und Verschwörungen sind eine riskante Sache. Und die Oligarchen, die sozusagen, wenn ich gesagt habe, ein Drittel ihres Vermögens hat der Putin jetzt verspielt von diesen Leuten. Gut, das ist ein Schadrum. Ne? Ich würde dem auch keine Tränen nachweinen. Aber sozusagen wichtig ist sozusagen, die wollen nicht noch, dass die restlichen drei Viertel verlieren. Und deswegen sind sie vorsichtig und halten sich zurück und misstrauen natürlich auch einander. Misstrauen ist ja sozusagen das Lebenselixier von Autokraten. Insofern, also nach diesem Durchgang durch bestimmte Möglichkeiten würde ich sagen, ich glaube nicht mehr, dass die Oligarchen tatsächlich in der Lage sind, Putin zu bremsen oder gar zu stürzen. Das könnte erst der Fall sein, wenn der Ukraine-Krieg sozusagen tatsächlich zu einer großen Katastrophe wird. Weitere Fragen. Wie schätzen Sie die aktuelle Einstellung der russischen Bevölkerung ein? Steht diese hinter Putin und auch hinter diesem Krieg? Daran schließt sich dann vielleicht auch noch folgende Frage an. Sollte das putinsche System fallen und Chaos in Russland ausbrechen, sind die Atomwaffen sicher oder würden so Typen wie Kadyrov sich solche Systeme bemächtigen können? Wird so etwas bedacht? Also die letzte einigermaßen verlässliche Umfrage, was die Einstellung der russischen Bevölkerung anbetrifft, stammt vom Januar dieses Jahres. Das heißt also deutlich vor Kriegsbeginn, aber der Aufbau der Drohkulisse war schon erkennbar. Und da haben 69% der Russen gesagt, ja, sie haben ein großes Vertrauen zu Putin. Das kann schnell abschmelzen, zugegeben. Aber im Augenblick gibt es keine Umfragen oder demoskopischen Erhebungen, die verlässlich sind und denen man entnehmen könnte, dass sich das deutlich verändert hat. Gegenteil. Solche Kriege haben natürlich auch zunächst einmal den Effekt dessen, was man Rally Around the Flag nennt, also sozusagen des Zusammenführens von Gruppierungen. Und dann kommt natürlich noch die ungeheure Desinformationskampagne mit dazu. Also von daher habe ich jetzt keine großen Erwartungen, dass ein Sturz Putins durch einen massiv erodierenden Vertrauensentzug erfolgt. Wir wissen auch, wo die Anhänger Putins vor allen Dingen sind. Es sind eher ältere Leute, die im nicht-urbanen Raum leben. Die werden vermutlich auf Distanz zu Putin gehen, wenn die wenigen Söhne, die sie nur noch haben, also Russland hat ja da ein demografisches Problem, fallen, wenn die Nachrichten von toten Soldaten dort eintreffen. Klassischerweise stellt eher ländliche Bevölkerung die Soldaten, jedenfalls in den Truppen, die da in Frage kommen. Aber im Augenblick ist da wenig zu erkennen. Die Sicherheit der Nuklearwaffen. Ja, wenn das Chaos ausbricht, nicht? In welcher Weise auch immer, dann kann man nicht ausschließen, dass auch so Leute wie Kadyrov, der ja alles verlieren kann, wenn Putin fällt, ne, ist ja seine Kreatur letzten Endes von Putin, dass die dann durchdrehen in einer solchen Situation. Aber wenn das so läuft, wie ich das als die einzige Möglichkeit beschrieben habe, die ich mir vorstellen kann, dann wird das gewissermaßen auf eine Ablösung der politischen Führung durch den Sicherheitsapparat hinauslaufen. Und da wird dann der Kadyrov nicht zu den ersten Leuten gehören, sondern der muss dann eher rechnen damit, dass er politisch ausgeschaltet wird.
Und das würde auch sicherlich darauf hinauslaufen, dass diese militärische Führung als erstes eine Vorstellung davon hat, wer die Kiste mit dem roten Knopf bekommt und so weiter und so weiter. Von daher kann man auch sagen, das vertrauenserweckendste oder am meisten vertrauenserweckende einer Veränderung der Machtkonstellationen in Russland ist, wenn das Militär die Macht übernimmt. Die russische Gesellschaft hat es ja nie dazu gebracht, so etwas wie eine funktionierende Zivilgesellschaft zu entwickeln. Und deswegen muss man etwas sagen, was einem aus westlicher Sicht jetzt nicht unbedingt sympathisch ist. Da hat man das meiste Vertrauen ins Militär. So viel dazu. Bleiben wir vielleicht bei den Atomwaffen. Uli Brehm sagt, Putin zelebriert doch auch, dass Atomwaffen heute nicht mehr nur defensiv funktionieren. Er zeigt, dass man auch offensiv seine Ziele umsetzt, ohne dass man ihn, stoppt. Das schafft doch Nachahmung. Ja, ganz wichtiger Punkt. Also man kann sagen, in einem bestimmten Zeitpunkt hat er die Atomwaffen oder zunächst mal die Drohung der nuklearen Eskalation wie einen Schild über seinen Truppenaufmarsch gehalten und auf diese Weise den Gebrauch konventioneller, also nicht atomarer Kräfte abgesichert. Man kann nicht ausschließen, dass das so ähnlich auch wäre, wenn er ein NATO-Land, also sagen wir mal die baltischen Staaten, angreifen würde, würde er selber sozusagen sagen, wenn ihr euch aber dagegen effektiv wehrt oder gegebenenfalls unsere konventionellen Kräfte sogar zurückschlagt, dann müsst ihr euch auf ein Spiel der nuklearen Eskalation einlassen. Sie haben weiterhin gesagt, Nachahmungseffekte. Und da sehe ich zunächst einmal ein anderes Problem. Die Ukraine war nach dem Zerfall der Sowjetunion ein Nuklearstaat, hatte eigene Trägersysteme und Atomwaffen. Er hat es im Vertrag von Budapest abgetreten, auch auf Druck des Westens, weil man gesagt hatte, das ist aber ziemlich blöd, wenn im Prinzip aus der Beseitigung einer großen Drohung im Prinzip noch sehr viel mehr Nuklearmächte hervorgehen. Nicht? Und deswegen haben Clinton für die USA als damaliger Präsident und Jelzin das für die Russen unterschrieben hat, weiß ich jetzt nicht, 94 gesagt, okay, wir garantieren die Unverletzlichkeit der Grenzen der Ukraine, steht es in diesem Vertrag drin, wenn es die Atomwaffen abgibt, wenn sie die Ukraine die Atomwaffen abgibt. Nicht? Und aus der heutigen Sicht kann man sagen, na, da haben sie sich aber ordentlich geschnitten. Eigentlich ist es nicht unwahrscheinlich, wenn die Ukraine funktionstüchtige Atomwaffen gehabt hätte, dass Putin sie weder erpresst noch angegriffen hätte. Und wenn das nun sozusagen, ich meine, gehen Sie mal von aus, die Leute in Taiwan beobachten das natürlich mit solchen Augen und überlegen sich genau, wie das ist. Und Taiwan ist da nicht der Einzige, sondern das tun auch die Japaner und das tun die Südkoreaner und letzten Endes müssen sich das auch die Europäer fragen. Ist gewissermaßen, wenn Verträge nichts mehr gelten. Nicht? Der Vertrag von Budapest ist ja sozusagen zerrissen worden. Die Amerikaner haben nichts gemacht, um die Ukraine zu schützen. Klar, nukleare Eskalationsdrohung. Wenn Verträge das nicht mehr hergeben, ist es dann nicht gewissermaßen rational, dass wir jetzt sehr viel mehr Atommächte demnächst haben werden, kommt gewissermaßen, dass das, was wir hier beobachtet haben, der Start für eine Proliferationsrunde ist. Das ist das eigentliche Problem. Und da bin ich ziemlich pessimistisch. So, sind wir an einem Wendepunkt, wo unsere postheroischen Narrative ihre gesellschaftliche Wirkmacht verlieren und wir wieder in den Modus operandi der vorpostheroischen zurückkehren? Was könnte das bedeuten? Wunderbar, das ist ein Leser meiner Überlegungen zur postheroischen Gesellschaft. Ja, ja.
Also zunächst nochmal, postheroisch heißt ja nicht unheroisch, sondern man schaut sozusagen zurück auf eine Zeit, in der man einmal heroisch war und hat beschlossen, so wollen wir aber nicht mehr sein. Weil die damit verbundenen Anforderungen und die damit verbundenen Kosten eigentlich für uns nicht tragbar sind. So. Und diese postheroischen Gesellschaften haben das ja auch, im Prinzip sind auch die Russen eine postheroische Gesellschaft. Nicht? Das hat sich ja während des Afghanistan-Krieges noch der Sowjetunion ja gezeigt, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt die Russen nicht mehr so viele Opfer riskiert haben, weil sie die Reaktion der Mütter schon beobachtet haben. Nicht? Das wird auch der Grund dafür sein, dass die russische Militärführung nicht sagt, wir lassen uns auf einen Straßenkampf ein, wo die Verlustzahlen in die Höhe schießen würden, sondern wir zernieren die Städte. Das heißt, in gewisser Hinsicht müssen wir jetzt nicht unbedingt sagen, wir ändern das, weil das auch eine Frage nicht nur des Wollens ist, sondern des Könnens. Und die Geburtenraten in unserer Gesellschaft legen das gar nicht nahe, dass sich die Menschen leisten können zu sagen, naja, ich habe halt 5 Knaben und wenn einer davon für hehre Ideale den Tod findet, dann macht mir das nichts aus. Ich habe ja noch 4 andere. Nicht? Also es ist jetzt vielleicht eine etwas zynische Betrachtung, aber sagen Sozialwissenschaftler gucken ja auf Zahlen. Da spielt sowas eine Rolle. Deswegen kann man sagen, heroische Gesellschaften, das ist im Gazastreifen oder so, in diesen Bereichen. Aber sozusagen die Wohlstandszone des Nordens nicht. Also wir werden postheroisch bleiben. Aber wir werden uns natürlich sehr genau überlegen, welches Equipment, also welche Ausstattung, Gegenhandeln, Widerstand man braucht, um sich erstens verteidigen zu können oder jedenfalls ein entsprechendes Abschreckungspotenzial zu haben und gleichzeitig, weil man nicht anders kann, an seiner postheroischen Grunddisposition festzuhalten. Und in diesem Sinne ist wahrscheinlich die Entscheidung, die ist vermutlich vielen der Ampelkoalition nicht leicht gefallen, zu verstehen, dann werden wir eben mehr Geld ausgeben müssen für Streitkräfte. Nicht? Das könnte man sagen, man stärkt die Abwehrfähigkeit, aber unter Bedingungen, dass man seine eigenen Soldaten besser schützt, sodass also man nicht gewissermaßen mit Hekatomben von Opfern ausgehen muss, wenn man in irgendeiner Weise sich zeigt. So würde ich das jetzt mal zugegebenermaßen freihändig, aber in dem Versuch sozusagen mit rationalen Argumenten das zu evaluieren, beantworten. Hm? So, die nächsten beiden Fragen. Welches Vertrauen kann in einen möglichen künftigen Friedensvertrag gesetzt werden, wo Putin doch bisherige internationale Verträge gebrochen hat? Dann daran anschließend, ist Putins Krieg ein erster Schritt zur Sicherung von Ressourcen für den russischen Staat oder geht es wirklich mehr um eine nationalistische Erzählung? Mhm. Ja, also vermutlich wird man keiner Unterschrift trauen können, die Putin irgendwo leistet oder Zusagen, die er irgendwo macht. Angesichts der Erfahrungsstrecke, die man mit ihm als Regelbrecher und Lügner gemacht hat inzwischen. Jeder Politiker, der das täte, wäre im Prinzip von einer fahrlässigen Naivität. Das heißt, wenn man eben in irgendeiner Weise mit ihm einen Vertrag macht, dann braucht man gewissermaßen harte Garantien dafür, die sicherstellen, dass er vertragstreu ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die aussehen würden. Das können sich auch die hochbezahlten Leute im Außenministerium mal überlegen, wie man sowas machen wird. Nicht? Aber es ist gewissermaßen das einzig Verlässliche daran, Vertragstreue zu erzwingen. In früheren Zeiten, noch der Dynastien, hat man gesagt,
du stellst deine Söhne als Geiseln. Ne? So. Und dann hatte man gewissermaßen Zugriff und konnte die Kontinuität oder die Fortdauer der Dynastie beenden, wenn einer Verträge gebrochen hat. Das macht man heute nicht mehr. Und da würde ich auch sagen, wäre ich mir bei Putin nicht sicher, ob das hinreichende vertrauensbildende Maßnahme wäre. Aber was ist in einer modernen Welt gewissermaßen ein Funktionsäquivalent zu Geiseln als Versicherung, sicherlich nicht hundertprozentig, aber in einem hohen Maße für Vertragstreue? So, jetzt habe ich die zweite Frage aber aus dem Auge verloren. Helfen Sie mir nochmal. Ja, die ist mir hier gelöscht worden. Ach so. Okay. Vielleicht kommt der Löscher nochmal. Ah, ich hab's wieder, ja. Okay. Es ist wieder da. Ist Putins Krieg ein erster Schritt zur Sicherung von Ressourcen für den russischen Staat oder geht es wirklich um eine nationalistische Erzählung? Ich würde sagen, das ist gar nicht unbedingt ein Entweder-Oder. Der Putin weiß schon, dass um als ganz großer Akteur mitspielen zu können in Relation zu den USA oder China, seine zentrale Schwäche eine weiter schrumpfende Bevölkerung ist und dass innerhalb dessen auch es ein Schrumpfen des relativen Anteils der Slawen oder Russisch-Orthodoxen gegenüber der muslimischen Bevölkerung ist. So. Das ist ihm klar. War auch mit einer der Gründe, warum 91 die doch relativ schnell bereit waren, die zentralasiatische Republiken sein zu lassen und Kasachstan sein zu lassen. Da ist man sozusagen relativ viel Bevölkerung losgeworden, die sozusagen im Sinne der identitätsbildenden Bezüge russisch-orthodox plus Slawentum unsichere Kantonisten waren. Und unter dem Gesichtspunkt ist natürlich die Aneignung von Belarus und die der Ukraine hochattraktiv, nicht? Sozusagen, man arrondiert sein demografisches Plateau. Und das ist gewissermaßen die Voraussetzung dafür, um als imperialer Akteur so richtig dabei sein zu können. Und deswegen würde ich meine Antwort sowohl als auch. Können die weltweiten westlichen Sanktionen mittelfristig das System Putin aus der Balance bringen und ihn von seinen Zielen Abstand nehmen lassen, will Felicitas Lenz wissen. Ja, also da komme ich nochmal zurück auf das, was ich gesagt habe. Militärische Gewalt wirkt unmittelbar, schnell und ist wesentlich destruktiv. Wirtschaftliche Macht braucht eine relativ lange Zeit, um Effekte erzielen zu können. Die Frage ist jetzt, sind diese Effekte für den Westen langfristig betrachtet wünschenswert? Und das zeigt sich relativ schnell, wir stecken in einem Dilemma drin. Denn wenn diese Sanktionen wirklich Wirkung zeigen, insbesondere im Bereich des Verkaufs von Erdgas, Erdöl und Steinkohle. Also sozusagen dem, was die Russen wirklich verkaufen und womit sie an Einnahmen erzielen, Hightech oder Automobilindustrie, ist es ja nicht. Ich meine, es gibt zwar Leute in Deutschland, die fahren einen Lada, aber das ist eher sozusagen eine Insistenz auf Eigentümlichkeit, dass sie sagen, ja, Lada ist einfach ein ganz prima Fahrzeug und viel bequemer als westliche Fahrzeuge oder so etwas. Ne? Also, okay, wenn wir das nicht mehr kaufen würden, das ist ja ein Bereich, der von den Sanktionen vorerst ausgenommen ist. Wo bekommt er dann sein Geld her? Russland ist strukturell ein Rentiersstaat, wie das wir sonst normalerweise nur über Saudi-Arabien oder sonstige Rohstoffexporteurländer sagen. China. Nicht? Also abgesehen davon, dass die Chinesen ein richtiges Problem bekommen werden, weil die Ernte in der Ukraine in diesem Jahr schlecht sein wird oder ausfallen wird,
Und die Ukraine sehr viel Mais und Weizen nach China transportiert. Wenn Putin in den Armen von Xi Jinping landet, dann wird er dort nicht sehr weich gebettet sein. Es wird ihm auch nicht da besonders gut gehen, nicht? Sondern Xi Jinping wird dann die Regeln im wirtschaftlichen Austausch bestimmen. Und weil er der einzige Abnehmer ist, der aber Alternativen hat, kann er den Preis für sich auch runterdrücken. Und das wird für Putin unangenehm sein. Im Augenblick profitiert er ja gewaltig von den in die Höhe gehenden Preisen auf dem Weltmarkt für vor allen Dingen Öl und insbesondere Gas. Da müsste man versuchen, das ist auch erstaunlich, dass die im Westen nicht begriffen haben, mit den anderen Anbietern, also vor allen Dingen dem OPEC-Kartell, entsprechende Verabredungen zu treffen, dass die ihre Fördermenge in die Höhe fahren, sodass man tatsächlich die Russen rausdrängen kann. Kurzum, aber wenn der Westen, wenn Russland in den Armen Chinas landet, dann ist das für den Westen nicht besonders erfreulich. Denn eigentlich wäre die Grand Strategy, also sozusagen die oberste strategische Leitlinie gewesen, haltet bitte Russland und China auseinander, sodass die nicht an einem Strang ziehen. Das war der große Coup von, denke ich mal, vor 50 Jahren, Henry Kissinger, als es ihm gelungen ist, eine Politik gegenüber der Öffnung Chinas herzustellen, in der China auch aus westlicher Sicht nicht mehr eo ipso der Bundesgenosse der damaligen Sowjetunion war. Schweißt man die wieder zusammen, hat China das Sagen, kompensiert bestimmte Defizite, gerade im Bereich der wirtschaftlichen, der militärischen Macht, also Nuklearpotenziale, und hatte diese gewaltige nordasiatische Landbrücke. Und Putin wird an diesem Punkt sozusagen eine Niederlage einstecken. Aber diese Niederlage Putins ist ein Nachteil des Westens. Das ist aber typisch für solche strategischen Spiele, dass man sich dann entscheiden muss, worauf man setzt. Und Putin hat im Prinzip durch den Ukraine-Krieg den Westen gezwungen zu sagen, nein, dann treiben wir dich halt in die Arme von Xi Jinping. Aber so einen Stinkefinger wie dich länger gewissermaßen zu schonen, nur damit du dich nicht den Chinesen ausliefert, das ist uns unerträglich und das machen wir nicht mehr. So, kommen wir zur Frage von Bernhard Strube. Er sagt, Zäsur gleich Bruch der Zeit. Der Erwartungshorizont ist dahin, sagen Sie. Was denken Sie, wie lange wird die Haltung des Westens und die wirtschaftliche Abkopplung Russlands stehen, wenn etwa der Krieg mit einer Niederlage der Ukraine endet? B, was bedeutet begründetes Misstrauen im praktischen Leben zukünftig zwischen Deutschen und Russen nach dem Krieg? Gut, die Frage ist natürlich, wie dieser Krieg endet. Wenn die gesamte Ukraine Russland einverleibt wird und sozusagen es zu einer Form des zivilen Widerstandes kommt, möglicherweise, ich glaube nicht an die Leute, die sagen Partisanenkrieg oder so, aber vielleicht Terroranschläge gegen russische Militärverbände oder auch russisches Zivilpersonal, das in die Ukraine geschickt worden ist, dann haben wir sozusagen einen fortdauernden Krieg. Und hinter Ihrer Frage steht ja die Vermutung, dass wir das auch so behandeln, wie wir in der Vergangenheit Putins Agieren behandelt haben, nämlich eben gerade nicht als Zäsur, sondern als mal kleine Beule und dann vergessen wir das relativ schnell wieder. Das, glaube ich, wird nach diesem Krieg, nach seinen Bildern, nach der unendlich tiefen Frustration der westlichen Politiker, die ja sozusagen in dem Defilé in Moskau vor Kriegsbeginn sich gedemütigt haben, nicht? Und zu sagen, die an diesem eigentümlichen Tisch da gesessen haben und er hat sie belogen und derlei mehr, das sehe ich nicht, dass das zustande kommt.
Was das Verhältnis zwischen Deutschen und Russen anbetrifft, da muss man unterscheiden. Ich würde sagen, das ist Putins Krieg. Das ist nicht Russlands Krieg. Auch wenn die russische Bevölkerung, naja, systematisch verdummt, von Informationen abgeschnitten und derlei mehr, nach wie vor hinter Putin stehen mag. Das heißt, wir sollten uns immer die Option offen halten, zu sagen, es gibt aber auch noch ein anderes Russland als das, das Putin uns vorspielt und inszeniert. Und das ist das Russland, das vielleicht schwach ist, das auch eine nicht gut ausgebildete und positionierte Zivilgesellschaft hat. Aber wir wollen nie vergessen, wie viel physischer Mut bei ganz vielen Russen dabei dazugehört hat, um in dieser Situation auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, das ist nicht mein Krieg und derlei mehr. Also will sagen für mich selber, aber das muss jeder gewissermaßen mit sich ausmachen, wie er diese Bilder und diese Ereignisse versteht, für mich selber, und sagen, gibt es einen großen Respekt und eine tiefe Bewunderung gegenüber Leuten, die in dieser Situation sich nicht einschüchtern lassen. Ich meine, man hat das ja gesehen, ne? Bei uns so Querdenker-Demonstrationen, Diktatur, Corona-Diktatur und Hallo und was da so erzählt worden ist. Aber es ist denen ja nichts passiert, nicht? Weder sind die von der Polizei zusammengeknüppelt worden, wie die Bilder jetzt sehen, noch sind sie sozusagen für lange Zeit in irgendwelchen Straflagern verschwunden und. Das alles ist in Russland anders. Wer hier auf die Straße geht und eine oppositionelle Meinung vertritt, der hat eine, na, sagen wir mal, heroische Disposition. Der nimmt etwas in Kauf, der weiß, was ihm passiert, und der macht es trotzdem. Und das ist der Teil Russlands, auf den wir setzen müssen und mit dem vielleicht in 10 oder 20 Jahren dann auch wieder ein anderes Verhältnis zu Russland eintreten kann. Aber ich sage bewusst 10 oder 20 Jahre, denn wir werden in eine lange Phase des Frostes hineingehen. Wie könnte denn eine Friedensordnung, in Anführungszeichen Friedensordnung, in der Ukraine aussehen? Dreiteilung, Zweiteilung, will Wolfgang Ludewig wissen. Ja. Das hat auch ein bisschen was mit Imponderabilien zu tun, die wir im Augenblick nicht wirklich gut und verlässlich überschauen, nämlich wie dieser Krieg weitergeht, wie hart der Widerstand ist, nicht? Man kann sich schon vorstellen, dass der Putin sagt, ja, aber ich habe sozusagen die Gebiete links des Dnipro, die habe ich für Russland gewonnen. Dazu gehört dann auch Kiew und Charkow und derlei mehr. Und die Gebiete rechts, das, gut, mir ist der nach wie vor der russische Begriff Dnieper geläufiger. Die können in irgendeiner Weise selbstständig bleiben, wenn sie nur nicht in die NATO eintreten. Dann würden wir aber sofort wieder vorbeikommen und das beenden oder so etwas. Das könnte man sich vorstellen, und das wäre auch sozusagen die denkbare Lösung, bei der Putin sein Gesicht behält. Er hat nicht die ganze Ukraine geschluckt, aber doch einen erheblichen Teil, von dem er sagen kann, na, da sitzen auch die Russischsprachigen, die ihn ja im Übrigen auch nicht besonders wollen, ne? Und der andere, der kann so als eine Mischung zwischen Vasallenstaat und Selbstständigkeit sein. Das halte ich für das Wahrscheinlichste. Dreiteilung glaube ich nicht. Ist aber halt sehr, sehr bitter, weil das natürlich heißt, es gibt einen Präzedenzfall für das Verschieben von Grenzen, nicht irgendwo in der Welt, sondern in Europa, unter den Bedingungen militärischer Gewalt. Und die Frage ist, ob man so etwas vergisst. Man könnte natürlich sofort der Einwand kommen, aber Jugoslawien wäre ja auch, nicht? So, aber das Jugoslawien waren Zerfallskriege, die kamen von innen heraus. Das, was wir hier beobachten, ist was anderes, nicht? Sozusagen die ukrainische Gesellschaft hat ja gerade im Widerstand gegen
die Intervention von außen eine Stärke entwickelt, die man ihr vorher so gar nicht zugetraut hat, hätte. Das macht dann auch die Differenz zu Jugoslawien aus. Wie ernst ist Putins heutige Drohung eines globalen Kollapses im Falle weiterer westlicher Waffenlieferungen? Ja, schwer zu sagen, nicht? Eher würde ich das jetzt als ein Zeichen von Schwäche betrachten, dass er schon merkt, ich kann zwar die Städte zusammenschießen, ich bin in der Lage, die Ukraine zu zerstören, ohne dass ich einen ungeheuer verlustreichen Straßenkampf riskieren muss. Aber ich sitze dann auf dem Trümmerhaufen. Alles, was an westlichen Waffen hereinkommt und die Ukrainer befähigt, weiter Widerstand zu leisten, ist für den Putin ein Problem, weil es zu einer progredierenden Zerstörung des Landes führt, das er ja eigentlich sich aneignen will und mit dem er ursprünglich sozusagen den Macht und den Reichtum Russlands erhöhen wollte. Insofern fängt er da jetzt an, so richtig zu drohen. Hat ja noch mehr gesagt, nicht? Hat ja auch gesagt, die westlichen Wirtschaftssanktionen sind eine Kriegserklärung. Das ist jetzt nicht unbedingt eine präzise juristische Sprache, sondern es ist sozusagen der Gestus der Drohung. Passt auf, ich kann aber auch bei euch vorbeikommen. Damit muss man rechnen, darauf muss man sich einstellen. Kommen wir nochmal zu China. Welche Bedeutung hat die Invasion der Ukraine für die Situation zwischen China und Taiwan beziehungsweise anderen südpazifischen Ländern? Sehen Sie da eine Verbindung oder der südpazifischen Landnahme, also diese künstlichen Inseln, die da generiert werden? Und daran, das haben Sie vielleicht schon beantwortet, wie bewerten Sie die Rolle Chinas generell? Das Handelsblatt vom Wochenende vertritt ganz klar die Auffassung, dass Russland und China fest vereint sind. Kein guter Gedanke, meint unsere Zuhörerin Gertrud Schmidt. Ja, fest vereint übertreibt wahrscheinlich, da gibt's schon Differenzen. Also im Prinzip sind die etwas klügeren Russen, also auch diejenigen, die nationalistisch oder imperialistisch denken, besorgt über eine zunehmende Sinisierung Ostsibiriens. Sozusagen die russische Bevölkerung zieht sich aus diesem Gebiet zurück und Chinesen werden immer mehr. Ist ein Beispiel dafür, dass das mit dem an einem Strang ziehen so ohne weiteres nicht funktioniert. Ich kann auch sagen, die ganze Zeit haben die Chinesen in vieler Hinsicht bei der Erweiterung ihrer Einflusszonen eher auf wirtschaftliche Macht gesetzt, also Seidenstraßenstrategie. Es ist aber auch richtig, was im ersten Punkt gesagt worden ist, dass sie mehr und mehr aufgerüstet haben und so etwas gewissermaßen wie einen vorgeschobenen Cordon zur Absicherung gebaut haben. Ich kann mich ganz gut erinnern, dass ich mal eine Veranstaltung in Berlin, ich glaube in der Heinrich-Böll-Stiftung hatte, wo der Amerikaner, ein Herr Mead, der vielleicht Sicherheitsberater geworden wäre, wenn die Clinton die Wahl gewonnen hätte, auf die Frage, aber Herr Mead, Sie haben gar nichts gesagt über China, Achsel gezuckt hat und gesagt, wir können sie jederzeit strangulieren. Ob das jetzt sozusagen sehr ernst gemeint ist oder nicht, also es heißt Straße von Malakka und derlei mehr. Lassen wir mal dahingestellt, aber natürlich überlegt das die chinesische Führung sich auch, nicht? Sozusagen, was passiert eigentlich mit uns, die wir in einer so dramatischen Weise auf offenen Welthandel angewiesen sind? Das ist auch mit vermutlich einer der Gründe, warum sich die Chinesen für die Geschichte des Ersten Weltkrieges so interessieren und da vor allen Dingen für die deutsche Position, bei der man ja auch sagen kann, es war ein Land, das ab den späten 1890er Jahren
zunehmend abhängig geworden ist als Industrieland und vor allen Dingen auch Exporteur, made in Germany, von dem Zugang zum offenen Meer. Und weil das so war, hat dann der Kaiser und Tirpitz und andere sich überlegt, wie man für ein so abhängig gewordenes Land den Zugang zum offenen Meer gegebenenfalls herstellen kann, wo doch sowohl über den Ärmelkanal als auch an der engsten Stelle zwischen Schottland und Norwegen der Zugang zum Atlantik blockiert werden kann von den Briten. Ne? So. Und so ähnlich ist natürlich auch die Situation für China. Das würde sich für die nur ändern. Der Töpfer hat das mal in irgendeinem Vortrag erläutert, wenn die Polkappen abschmelzen würden. Nicht? Und sozusagen man nicht nur die Straße von Malakka müsste, sondern auch obenrum fahren könnte. So, und da spielen natürlich dann auch solche, ich würde jetzt zunächst mal sagen, genuin defensiven Gesichtspunkte eine Rolle, die aber sicherlich auch ins Offensive gewendet werden können. Das beobachten die Chinesen natürlich so, wie auch die Amerikaner das beobachten und in der letzten Zeit ja versuchen, eine Allianz der vorgelagerten Inseln von Japan über Halbinsel Südkorea und Taiwan und Philippinen, Indonesien, Australien herzustellen, gewissermaßen um eine gewisse Einkreisung Chinas herzustellen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, vor allen Dingen die Taiwanesen werden sich jetzt sehr genau überlegen, wie sie auf das, was sie hier beobachten und auch wie die Chinesen Reaktionen darauf sind und Erklärungen dazu, wie sie darauf reagieren und welche Konsequenzen sie daraus ziehen. Und ich gehe mal davon aus, dass Taiwan alles daran setzen wird, das, was wir vor einigen Wochen noch so allgemein gehört haben, den Preis für einen Angriff so hoch zu machen, dass, ja, und das heißt im Falle Taiwan, dass sie Nuklearwaffen sich beschaffen werden. So ungefähr. Ne? Und die Chinesen gucken natürlich auch, wie läuft das denn da? Ne? Und was machen vor allen Dingen die Amis? Die Europäer sind da für China nicht so ein Problem. Was machen die Amerikaner? Und wenn die Amerikaner sagen, aber der Vertrag von Budapest, den hat zwar der Clinton unterzeichnet, aber wir leisten trotzdem militärisch keinen Beistand für die Ukraine, mit guten Gründen. Dann werden die Leute auf Taiwan sagen, naja, ob sie das bei uns tun werden, wo sie sozusagen nicht mal so einen Vertrag unterschrieben haben, das ist aber schon sehr die Frage. So viel. Ja, dann noch zwei Fragen, weil alle kann ich jetzt nicht mehr vortragen, dann sind wir noch zu späterer Stunde hier zusammen. Aber Afrika will ich dennoch noch mit Ihnen in den Fokus nehmen. Ursula Kaiser will nämlich wissen, wo sehen Sie Afrika in der neuen Weltordnung? Ja, also ich meine, die unmittelbare Peripherie Europas in dem Sinne, dass wir da nicht auf einen starken Gegenakteur stoßen, ist die gegenüberliegende Mittelmeerküste. Und alle Verwerfungen, welcher Art auch immer, sei das durch Migrationsbewegungen, die entweder durch Boko Haram und andere Gruppen in Gang gesetzt werden, seien das Migrationsbewegungen in Gefolge des Klimawandels, treffen vor allen Dingen auf Europa. Wo sollen die sonst hingehen? Gut, es gibt sozusagen natürlich auch Binnenwanderung, die ist zahlenmäßig auch noch mal größer, aber sagen, das letzte Ziel ist dann Europa. Und insofern haben die Europäer schon daran ein fundamentales Interesse, politische Stabilität und ökonomische Prosperität nach Nordafrika zumindest, eingeschlossen die Sahelzone, zu transferieren. Denn je besser das gelingt, desto stabiler sind diese Regime desto geringer sind die Chancen von islamistisch-dschihadistischen Gruppierungen zu agieren, desto
geringer ist vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit von Militärputschen. Und desto geringer ist auch die Neigung der Menschen, sich auf den Weg nach Europa zu machen. So. Nun wissen wir aber, da gibt es auch noch sozusagen Putins Kosaken, also die Söldnertruppe Wagner, die ja zunehmend dort eine Rolle spielt. Und deswegen würde ich sagen, dass die Franzosen aus Mali jetzt einfach so abgezogen sind, ist vielleicht aufgrund der Positionierung der Militärjunta nachvollziehbar. Aber trotzdem ist es ein gigantisches Problem, wenn die Europäer sagen, tschüss, wir gehen, sobald die Gruppe Wagner da angelandet wird. Nicht? Denn wenn das der Fall ist, dann hat Putin quasi eine carte blanche. Da muss er nur seine Kosaken hier hinschicken und da hinschicken und wusch, sind die Europäer weg. Wenn ich das so beschreibe, will das vor allen Dingen sagen, Nordafrika wird einer der Schauplätze sein. Putin, Russland wird eine destruktive Politik machen, um sich an den Europäern zu rächen für allerhand Schwierigkeiten, die sie ihm gemacht haben. Und die Europäer werden den eher teureren Weg einer konstruktiven Politik gehen müssen. Und wie das ausgehen wird, ist nicht ausgemacht, aber die Europäer haben die schlechteren Karten. Ja, das sind keine guten Perspektiven. Wir kommen aber dennoch jetzt zum Schluss unserer heutigen Veranstaltung und da darf ich mich unserem Zuhörer Christoph Kraus anschließen, der sich ganz herzlich bei Ihnen bedankt, Herr Professor Münkler. Er bedauert allerdings, dass Marx, Nietzsche und Wagner, das er gerade liest, heute nicht zum Vortrag kam, aber er sieht das ein aufgrund der Aktualität und er bedankt sich nochmal ganz herzlich für diesen Vortrag und ich schließe mich natürlich seinem Dank ganz herzlich an. Die Perspektiven sind natürlich nicht so, wie man sich das wünscht, aber ich denke, zunächst gehört ja auch ein Blick in die Realität einfach dazu und da haben wir heute Abend wieder einen Schritt nach vorne gemacht und durch Ihre Analyse. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, die Sie mir gegeben haben und wir sind ja auch im Gespräch, ob ich Max Wagner Nietzsche irgendwann mal nachholen kann, sodass das nicht unter den Tisch fällt. Und trotz der schwierigen Situation alles Gute und viele Grüße aus München, wo ich zurzeit bin, nach Saarbrücken. Ja, und grüßen Sie Ihre Frau. Das mache ich. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.